Tarnung ist angelegt. Meine Eier! Aua! Das tat weh! So, ja, moin. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Let's Multiplay. Ich bin gerade auf dem Weg zu Hidan. Ach, hallo Hidan. Hallo. Von Hidan aus fahren wir weiter zum guten Kater. Ein alter Traktor. Ne, Hidan? Gleich mal für LS15 kaufen, ne? Danach geht's weiter zu meinem Bruder. Mein Bruder kennt vielleicht der eine oder andere von Bros und Spinne. Rausschneiden hier bitte. Also das, hier, mach mal die Kamera weg. Was ist denn da? Dann das absolute Highlight, zumindest für euch, dann jetzt auch gleich, für mich erst morgen, nämlich noch Paintball. So, mittlerweile sind wir angekommen, hier bei Hidan. Hidan hat auch schon Essen gemacht. Hallo Hidan. Hallo. Sehr schön. Ja, es gibt Lachs mit Reis oder Reis mit Lachs, ich weiß nicht so genau. Ist mir auch Lachs. Ja, ich bin immer noch Herr der schlechten Wortwitze. Leider hat die Fahrt anstatt 4 Stunden, ich glaube knapp 5 Stunden gedauert, aber das macht ja nichts. Wir werden jetzt mal ein bisschen was Essen vernichten und so. Und dann wählen wir uns vom Kader aus wieder. Beziehungsweise von der Autofahrt, mal gucken, wie Hidan so Auto fährt, das weiß ich nicht. Wir fahren jetzt dahin, wo Hidan arbeitet, damit ich da auch mal ein bisschen was kaputt machen kann. Damit Hidan dann auch mal ein paar Tage mehr frei hat und nicht mal irgendwie so komisch arbeiten muss. Hab ich mir gedacht. Ja. Das Navi sagt uns schon, wir müssen irgendwo hinfahren, wo wir gar nicht hinfahren müssen. Sehr schön. Ja, wir laufen jetzt zu so einem komischen Aussichtspunkt, wo Hidan arbeitet. Also Hidan arbeitet nicht auf dem Aussichtspunkt, sondern irgendwo unten drunter. Eigentlich arbeite ich da hinten. Er ist der Parkplatzwärter. Ja, da hinten ist noch ein Loch, deswegen. Ach so. Ja, voll geil. Ey. Guckt euch das mal an hier. Alter Schiede, ey. Krass, ey. Ja, liebe Zuschauer, es ist schon ein bisschen krass, dass man, wenn man überlegt, ich habe vor 2 Jahren noch kein einziges Mal Landwirtschaftssimulator gespielt. Und nur durch Landwirtschaftssimulator spielen erkenne ich Traktormarken auf den ersten Blick sogar von hinten. Liegt auch nicht daran, dass Fendt fast einsetzt und Traktormarke, dass sie komplett grün ist, ne? Ja. Das wusste ich aber vorher auch nicht. Was ist denn hier los, ey? Alter, wo zur Hölle sind wir? Kater, wo wohnst du, ey? Alter! Mann, ey. Wir fahren in die historische Altstadt, machen alles kaputt. Boah, guck mal, der Rentner drum, überfahren die mal. Juhu, überfahren! Tod den Eingeborenen! Wir haben ganz glücklich und zufrieden geguckt hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier drauf fahren darf. Ja, stimmt. Hier ist auf jeden Fall ein Schild mit 16. Ist das Kater? Wo? Der, ah! Da steht! Da. Aber er springt nicht an. Er muss ja noch vorheizen, ne? Ah. Eigentlich ziemlich lange. Das ist noch die ganz alte Technik. Was steht denn hier überhaupt drauf? Theoretisch muss das anfangen zu glühen hier drinnen. Hergestellt in der Deutschen Demokratischen Republik. Da geht noch was! Das Ding ist eine Maschine. Sowas brauchen wir für LS15. Was? So eine Goldwing. Für LS15. Ja. Na, stell dir vor, ich muss mal schnell auf das Feld zum Träger. Nee, du kannst hinten. Aber dann musst du natürlich auch. Hast du? Der hat doch hier eine Kupplung. Da kannst du einen Krampenhänger dranhängen. Bros im Spiele sind hier. Bestens. Was ist denn mit. Ja, geht's. Ja. Das sind Bros im Spiele. Live und in Farbe. Jeden Freitag eine neue Folge. Ja. Außer heute. Abonniert uns. Schneid das raus. Ja, läuft. Wir essen jetzt hier noch was, trinken noch ein bisschen was, saufen uns einen an, verwüsten die Wohnung und gehen dann wieder. Hier ist die Lady. Die Lady wäscht das Geschirr sauber. Ja, die Lady macht unseren Abwasch. Ja, voll geil, ey. Und der Knecht. Genau, und der Knecht macht unsere Wäsche. Geil, der Knecht macht die Wäsche, ey. Ja, der Lady und Knecht. Voll geil, ey. Mach mal so. Tragnode Hirsch. Hier wohnt niemand. Also rausschneiden hier bitte. Also das, hier machen wir die Kamera weg. Ja, meine lieben Damen und Herren, wir sind jetzt zurück hier bei Hidan. Hallo Hidan. Hallo. Hallo Christian von Bros und Spiele. Ich bin Fabio. Ja, wir trinken noch ein bisschen Captain Morgan und spielen hier Wii U. Und ich bin Erster. Noch.
Noch. Noch bin ich Erster. Konfuzius hat gesagt, die Ersten werden die Letzten sein. Naja, wo bin ich? Ich bin da hinten irgendwo, ne? Keine Ahnung. Ich vermisse dich, Fabi. So, reicht jetzt auch. Ich melde mich wieder, wenn ich gewonnen habe. Also nie wieder. Herzlich willkommen zu Let's Multiplay. Wie spät ist das hier dann? 7.40 Uhr. 7.40 Uhr und ich bin schon wach. Also nicht alles für was auch immer mache. Ich spiele jetzt Paintball. Mal gucken, ob ich das überlebe. Bis gleich. So, wir sind jetzt gleich da. Vor uns fahren die beiden Schwestern von Hidan. Hidan. Die Freunde, ich glaube, die fahren. Die dann fahren halt die Freunde von den Schwestern, ist ja auch egal. Ne? Ja, ja, zwei Leute haben nämlich gekniffen, ey, diese Pussys. Ne? Ich weiß auch gar nicht, warum die gekniffen haben. Wahrscheinlich, weil sie gewusst haben, dass ich komme. Ne? Angst und dich, dass es dich ernsthaft verletzt, wahrscheinlich. Ja, ja, so ähnlich, ja. Wir hätten echt mal Lego einladen sollen, ich glaube, der wäre Amok gelaufen oder so. Oder eingeschlafen, ja. Na, Lego, schöne Grüße an dieser Stelle, ne? Und natürlich auch an Charlie, hätten wir die beiden mitgenommen, wären wir 10 nochmal. Dann machen wir, holen wir nochmal nach, denke ich. Wenn ich das hier überlebe überhaupt, dieses Massaker. Tarnung ist angelegt. Wunderbar, ich weiß gar nicht, wozu ich den Schal überhaupt noch brauche, wozu ich überhaupt eine Maske brauche. Ich glaube, das ist überflüssig. Aber der Wald ist nicht so dicht wie ich. Du wirst nicht mehr ganz so dicht. Ja. Das, aber denk dran, egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Ja, ja. Und egal wie Mozart, du bist Mozart war Mozarter. Das hat weh! So, Freunde der Nacht, wir sind fertig mit Paintball. Wir sehen auch
entsprechend aus. Aber extrem geil, extrem lustig. Soll laufen, jetzt werden wir erstmal die Blessuren uns auskurieren. Ja. Ich habe auch einen Schuss genau zwischen die Beine bekommen. Nicht von mir, aber dafür alle anderen Schüsse. Ja, das war auch ein bisschen schmerzhaft, wo ich es jetzt kann und nichts tun. Ja. Also an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. An Hilan für die Einladung und die Gastfreundschaft und so. Und, war auf jeden Fall sehr lustig. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und lasst auch sehr gerne einen Kommentar in die Kommentaren stehen. Ja, Hilan? Ja. Läuft. Und schaut auch bei Bros im Spiel vorbei. Ciao, ciao.